Su-52 ist ursprünglich als ein einmotoriges Frachtflugzeug gebaut worden und ist am 11. September 1930 das erste Mal geflogen. Die drei Schweizer U-52, HB Hoss, HB Hot und HB Hop, sind auf drei Motoren umgebaut worden. Sie haben mit den Ersatzteilen zusammen 1 Million und 160'000 Franken gekostet. Also, wenn wir jetzt direkt Richtung von Bux direkt Richtung Jungfrau Finsteraarhorn da und nachher könnten wir hier drüber gehen, wäre ein bisschen tiefer. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich eine Stunde 20 für alles. Ja, ja. Okay. Statt. Thank you.
Spannweite von der U52 beträgt 29,25 m. Die Länge 18,90 m und die Höhe 6,10 m. Das Leergewicht beträgt ungefähr 6'000 Kilo. Zwei Piloten und 70 Passagiere haben Platz. Drei BMW 9-Zylinder Sternmotoren mit einer Leistung von je 660 PS treiben die U52 in die Luft. Maximalgeschwindigkeit ist 260 km, die Reisegeschwindigkeit 190 und die Landegeschwindigkeit 100 km. Hoffentlich sieht man die drei U52 noch lange am Himmel fliegen. Tante Ju, wie die Leute ihre Liebe und respektvoll sagen. Aber eigentlich ist es nur ein Blechhaufen.